Okay. Und ja, wenn ich das kann auch wieder sagen, das Mensch, ich habe etwas Kompliziertes. Also sehen wir ja. Es ist ein Spiel mit einem Ball und mit einem Becher. Das ist der Becher. Das ist der Ball. Und ich stelle jetzt ganz einfache, schnelle Fragen und Silvia, Sie geben schnelle und einfache Antworten. So, zack. Silvia, wo ist der Ball? Auf dem Becher. Auf dem Becher. Das ist falsch. Der Ball ist nicht auf dem Becher, der Ball ist unter dem Becher, weil das ist der Boden des Bechers. Für Anfänger mache ich es einfach. Ja? Und da kann der Ball in der Tasche sein, der Ball kann aber auch unter dem Becher sein. Also, für Anfänger. Der Ball, auf die Tasche muss der Ball. Ja, schnell. Die Tasche. Richtig unter dem Becher, wie Sie gesagt haben. Also, ich fange nochmal an. Der Ball kommt in die Tasche. Wo ist der Ball? In der Tasche. Richtig. Muss in der Tasche sein und nicht unter dem Becher, wenn ich ihn in die Tasche stecke. Wo ist der Ball? Nee, und der Becher. Silvia, der Ball kommt in die Tasche. Wo ist der Ball? In der Tasche. Nein, der Becher, so langsam muss es immer. Silvia, eine letzte Frage. Der kleine gelbe Ball geht in die Tasche. Wo ist der kleine gelbe Ball? Na? In der Tasche bleibt der Ball. In dem Fall haben Sie ja recht. Weil unter dem Becher ist kein Platz, da ist die Tomate. Und jetzt, Silvia, zeige ich Ihnen die Karten einzeln. Sie haben gut gemischt? Ja. Ich zeige Ihnen die Karten jetzt einzeln, one by one, wie man so sagt. Und wenn Sie jetzt Ihre Karte sehen, dann rufen Sie laut, Stop! Sprechen Sie Englisch?
Ja, sonst können Sie auch halten. Also, schauen Sie auf die Karten. Wenn Ihre Karte kommt, dann rufen Sie Halt oder Stop. Ja? Wenn Sie Ihre Karte sehen. Sie müssen aber rufen, ja? Ja. Also rufen Sie. Warum rufen Sie nicht? Ich wollte nicht dabei. Also so langsam, so ganz langsam, ja? Sie machen nur Probleme. Sieht's also. Ich war fair. Ich habe mich umgedreht. Sie haben hinter meinem Rücken die Karte reingesteckt. Ja. Das war fair genug. Ja. So, und wo haben Sie ihn hingesteckt? Im Spiel? Ja, da müsste er drin sein. Ja. Ist nicht drin. Sie machen nur Trouble heute Abend. Und Trouble verstehen Sie ja. Das ist Englisch. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht, wie mehr Licht aufgehen sollte. Stimmt. Achso, Licht, gucken Sie auf die Lampe. Ich habe gesagt, gucken. Doch ganz heiß. Und eine Spielkarte drin. Sagen Sie, haben Sie einen Hammer? Wenn nicht, dann nehmen Sie meinen. Den habe ich dabei. Irgendwo hatte ich auch Servietten. Ah, hier drunter haben sie sich versteckt in der Zaubertasche. Nee, das ist wegen des Splitterschutzes. So. Dann nehmen Sie den Hammer bitte. Und dann hauen Sie drauf. Auf die Lampe. Das ist brutal. Das kennen Sie ja. Nehmen Sie die Spielkarte ganz vorsichtig raus. Falten Sie die Spielkarte auf. Ist das Ihre verschwundene Karte? Kreuz 5, natürlich!